Hallo, mein Name ist Danny Ostermann, ich bin Angestellter der Mietze Vertriebs GmbH. Heute werde ich Ihnen das Produkt Mietze Hektivverlegung vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein Produkt, das in Deutschland hergestellt wurde, das mit einer EEG-AWE ausgeliefert wird und das Ihnen mehr Sicherheit bietet. Das heißt, im Endeffekt verändern wir die Sitzposition, Sitzhöhe von dem Motorrad und bieten dadurch einen sicheren Stand. Wir werden das Produkt gleich probemontieren an dem Fahrzeug und dadurch könnt ihr nochmal in die Details gehen. So, wir starten nun mit der Montage der Mietze Hektivverlegung mit unserem Monteur Hermann Güdemann. Prüft bitte vor Beginn der Arbeiten, dass ihr alle Werkzeuge bereit liegen habt, dass das Fahrzeug sicher steht, euch nicht umfallen kann. Und ich würde sagen, wir legen los. Sehr gut. So, es wird gestartet und zwar werden die Original-Umlenkhebel mit den Bolzen gelöst. Wie ihr seht, sind das selbst sichernde Muttern, die auch eventuell recht gut angezogen sind. Das heißt, ihr braucht vielleicht jemanden, der euch auf der anderen Seite beim Lösen der Muttern gegenhebt. Wenn ihr das Hinterrad soweit entlastet habt, habt ihr die Möglichkeit, diese Original-Umlenkstreben sehr gut herauszunehmen, was ihr auch tun müsst. Links und rechts natürlich gesehen. Hier präsentieren wir euch nochmal die Originalbauteile, die verbaut waren an dem Fahrzeug, die wir jetzt gegen das Mietze-Produkt austauschen werden. Hier seht ihr nochmal ganz kurz das Mietze-Produkt. Im Vergleich nur ein minimaler Unterschied, aber hat eine große Wirkung. Prüft auch eventuell nochmal bei der Montage bei etwas älteren Modellen die Stehbolzen, ob die auch noch wirklich sauber sind, gut laufen und auch noch, ja, eine Fettschicht drauf haben. Jetzt wird das Fahrzeug auf die jeweilige Höhe der Mietze-Umlenkstreben herabgesenkt, dass wir diese im Endeffekt ja, schön montieren können. Achtet darauf, ganz kurz, dass der Schriftzug, die Kennzeichnung und auch KBA-Nummer, was nachher für den TÜV eigentlich wichtig erscheint, auch nach außen hin geprägt montiert wird, dass ihr, ja, oder dass der TÜV-Prüfer später auch die Kennzeichnung ersichtlich hat. So, wir sind schon fast durch. Jetzt werden auch die Kontermuttern angesetzt oder respektive die selbstsichernden Muttern, die bitte mit Drehmoment nachgezogen werden sollten. Die Angaben der Drehmomentangabe findet ihr bei dem Fahrzeughersteller. Hier findet ihr noch den Drehmomentschlüssel, mit dem geben wir vor, schlussendlich die Muttern zu sichern. Und wie gesagt, die Herstellerangaben der Drehmomente zu beachten, das ist noch wichtig. Wir haben jetzt die Montage abgeschlossen. Wenn ihr Interesse an dem Produkt habt, schaut, besucht gerne unsere Homepage www.mietze.de. Dort könnt ihr über den Online-Shop dieses Produkt bestellen. Wenn Fragen sind, auch gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir stehen gerne mit Rat und Tat bereit.